Videospiele werden immer realistischer. Nicht nur grafisch haben Spieleentwickler mittlerweile die Möglichkeit, besonders realitätsnahe Welten zu erschaffen, sondern auch Logikfehler sind immer weniger zu finden. Der Drang nach Realismus wird vor allem durch die Popularität von Survival-Spielen deutlich, in denen sich der Spieler stets um die Nahrungsvorsorge, den Schlaf und zum Teil sogar die Körpertemperatur des Spielcharakters kümmern muss. In diesem Video wollen wir der Frage nachgehen, ob sich vergleichbare Mechaniken nicht auch ein Stück weit auf Open-World-Rennspiele übertragen lassen und der Frage, wie viel Immersion einem solchen Spiel überhaupt gut tut. Die typischen Survival-Elemente, wie etwa Nahrung oder Schlaf, werde ich jedoch nicht in diese Liste integrieren, da sie doch etwas sehr weit von dem Bereich Autorennen wegführen würden. Ich werde in diesem Video vor allem auf das bald erscheinende Rennspiel Test Drive Unlimited Solar Crown Bezug nehmen, da dieses, wie auch seine Vorgänger, sehr stark von RPG-Features beeinflusst sein wird. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Im Folgenden werde ich euch verschiedene Features präsentieren, die ein Rennspiel besonders realistisch machen könnten und darauf folgend beurteilen, ob ein solches Feature wünschenswert wäre. Nummer 1. Als erstes haben wir ein realistisches Schadensmodell. Das bedeutet, bei Unfällen oder auch nur bei Verschleißschäden repariert sich das Auto nicht von alleine, sondern der Spieler muss infolgedessen eine Werkstatt aufsuchen und sein Fahrzeug reparieren lassen. Ein solches Feature könnte sich nur auf das Äußere vom Fahrzeug beschränken, es könnte aber auch das Fahrgefühl und die Leistung des Fahrzeugs beeinträchtigen. Auf die Spitze getrieben könnten sogar Totalschäden von Fahrzeugen möglich sein. Doch würde eine solche Mechanik wirklich den Spielspaß erhöhen? Meiner Ansicht nach eher nicht. Es wäre einfach nervig, nach jedem Unfall eine Werkstatt aufsuchen zu müssen. Rennspiele machen ja unter anderem deswegen Spaß, weil wir in ihnen gewissermaßen ohne Rücksicht auf Verluste durch die Welt heizen können. Außerdem nehme ich an, dass der durchschnittliche Spieler womöglich zu viele Unfälle bauen würde, sodass er gewissermaßen durchgehend zur Werkstatt fahren müsste. Diese Mechanik würde also ständig den Spielfluss unterbrechen und ist daher meiner Meinung nach nicht zu empfehlen, und wenn, dann sollte sie sich nur auf das Aussehen des Fahrzeuges beschränken und nicht die Fahrweise beeinflussen, sodass man mit den Fahrzeugen ohne Probleme weiterfahren kann. Ich persönlich fände jedoch ein Schadensmodell, welches sich bei jedem Rennen und bei jedem Besuch in der Garage zurücksetzt, wie es auch in Test Drive Unlimited 2 der Fall war, deutlich besser. Nummer 2. Den nächsten Punkt habe ich schon in einem meiner letzten Videos angesprochen, nämlich dass wir unsere Fahrzeuge tanken müssen. Da in Test Drive Unlimited 2 viele Tankstellen zu finden waren, könnte man vermuten, dass dieses Feature ursprünglich geplant war, jedoch dann verworfen wurde. Wenn man es besonders realistisch angehen möchte, so würde dieses Feature bedeuten, dass, logischerweise, unser Fahrzeug nur so lange fährt, wie es über genug Benzin verfügt, sodass wir es regelmäßig tanken müssen. Wenn unser Auto irgendwo fernab von einer Tankstelle leerläuft, dann müssten wir wohl einen Abschleppdienst rufen. Grundsätzlich würde ich ein solches Feature wirklich extrem cool finden. Es würde das Spiel wirklich deutlich immersiver machen. Die Ladestation für Elektroautos, die wir im neuesten Trailer zu Test Drive Unlimited Solar Crown sehen können, lässt außerdem darauf hoffen, dass das Spiel ein vergleichbares Feature enthalten wird. Jedoch gibt es auch hier ein Problem, und zwar kann es gut sein, dass es mit der Zeit wirklich nervig wird, ständig tanken zu müssen. Daher würde ich vorschlagen, dass man entweder dieses Feature nach Belieben an- und ausstellen kann, oder dass das Fahrzeug, wenn es leer läuft, nicht stehen bleibt, sondern dass man einen anderen Nachteil hat, wie etwa eine um 10% verringerte Leistung. Vor allem Letzteres halte ich für eine sehr interessante Idee, da man dann nur einen kleinen Nachteil hätte, wenn man nicht regelmäßig tankt. Nummer 3. Als nächstes haben wir eine realistische Polizei. In vielen Rennspielen, wie auch in Test Drive Unlimited 2, muss man die Polizei mindestens zweimal rammen, bis sie die Verfolgung aufnimmt, was natürlich hochgradig unrealistisch ist, wenngleich der Sinn dahinter vermutlich ist, den Spieler nicht ständig mit Verfolgungsjagden zu belästigen. Wie müsste sich also die Polizei verhalten, um realistisch zu sein? Nun, im Grunde müsste sie den Spieler für fast alles anhalten bzw. verfolgen. Also für zu schnelles Fahren, auf der falschen Spur fahren, eben alle Dinge, die man in einem Rennspiel ebenso macht. Das würde dem Spieler vermutlich schnell auf die Nerven gehen. Ich persönlich würde dafür einen Mittelweg plädieren. Das bedeutet, weder sollte einen die Polizei für jede Kleinigkeit anhalten und verfolgen, noch sollte es möglich sein, mit 350 km/h an einer Polizeistreife vorbeizufahren, ohne dass diese die Verfolgung aufnimmt. Aber auch die Verfolgungsjagden sind etwa in Test Drive Unlimited 2 wirklich extrem unrealistisch. Es sind einfach überall Polizisten. Und ich meine wirklich überall. Sie kommen förmlich aus allen Ecken und Enden. Auch wenn die Verfolgungsjagden sonst vermutlich zu einfach wären, fände ich es besser, wenn sich diese ein klein wenig mehr an der Realität orientieren würden.
Auch wäre es interessant, wenn die Polizei sich das Kennzeichen unseres Autos merken würde, aber ich denke, dass auch das dazu führen könnte, dass wir viel zu oft von der Polizei verfolgt werden. Zusammenfassend sollte die Polizei in Rennspielen jedoch zumindest ein klein bisschen realistisch sein. Nummer 4. Als nächstes haben wir einen Punkt, der vermutlich weniger kontrovers ist, nämlich eine realistische Fahrphysik. Ja, ich weiß, eine Fahrphysik, welche sich an Arcade-Rennspielen orientiert, bei der die Fahrzeuge in jeder Kurve coole Drifts machen, macht auch wirklich Spaß. Allerdings fände ich eine realistische Fahrphysik deutlich interessanter, unter anderem auch deswegen, weil es das Spiel etwas anspruchsvoller machen würde. Das dürfte auch vor allem für diejenigen interessant sein, die Rennspiele mit Lenkrad- und Pedalausstattung zocken. Stellt euch das dann mal zusammen mit einer VR-Brille in der Ego-Perspektive vor. Ich denke, realistischer könnte sich ein Spiel kaum anfühlen. Wenn euch noch weitere Features einfallen, die ein Rennspiel realistischer machen würden, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir außerdem gerne, ob ihr meine Meinung zu den gerade genannten Punkten teilt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bewertet es gerne mit einem Daumen nach oben. Falls euch informative Gaming-Videos und Let's Plays zu Spielen aus eurer Kindheit interessieren, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin!